Und natürlich wird weiter aufgenommen. Ja. Ich habe nur einen einzigen Teleportpunkt. Patty müsste irgendwo hier irgendwo. Oder da. Da irgendwo sein. Da irgendwo sein. Irgendwo hier ist Patty. Irgendwo hier an der Küste. Die hätte ich eigentlich ganz gerne wieder, aber. Ich glaube nicht, dass ich sie finden werde. Also, es dauert zu lange, sie zu suchen. Habe ich keinen Bock drauf. Deswegen werde ich jetzt wohl oder übel versuchen, das nächste Schattenreich zu erkunden und zu clearen. Will so viel heißen wie. Ja. Hier ist bestimmt irgendwo ein tolles Teleportationsbot. Ach, leck mich. Ist doch eh kein Portal. Also diese Portalsache, die nagt an mir hier. Du wackelst aber schön mit deinem Hinterteil. Golderz? Moment mal, wo kommt das denn her? Gucken wir mal, ob irgendwas beim Feuer ist. Ich gehe zwar davon aus, dass nicht. Das tatsächlich Jadesteine. Ja, es ist nicht. Die große geile Ausbeute, aber hey, better than nothing. Gut, dann noch mehr Golderz, lol. Okay. Ich besehe hier Sachen. Ich glaube, das, was ich hier am häufigsten übersehe, sind Teleportsteine. Hallo, Cobby. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe gerade eine Errungenschaft. Schlachtfabrik 1500 von 2000. Sieht doch mal ganz geil aus, eigentlich hier. Boom. Weg mit dem bösen Kobold. Geist kann ich noch nicht wieder. Okay. Theoretisch suche ich gerade immer noch verzweifelt nach dem Teleporter, aber ich sollte das nicht mehr so oft erwähnen. Vielleicht finde ich dann irgendwo auch die schöne Lichteffekte. Ach stimmt, vor zwei oder drei Parts hatte ich mal angedeutet. Also ich nehme das alles ein Stück auf, deswegen ist das für mich nicht lang her. Für euch war das dann wahrscheinlich vorgestern, wenn ihr die Parts immer aktuell guckt. Ich hatte angefangen mit dem Satz so von wegen, dass das Spiel grafisch fast auf dem Stand von Risen 2 ist und natürlich so sonderlich aufwendig nicht ist. Also, was heißt, es sieht. Also, es ist nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik, könnte man sagen. Wohin rammst du? What the hell? Aber, was ich sagen möchte, an einigen Orten, an einigen Stellen, auch hier so die Lichteffekte und so, sieht das Spiel, muss man sagen, also kann ich dem Spiel nichts anderes sagen, als dass es schön aussieht. Es ist stimmig. Wie gesagt, es ist nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik, aber. Also, es hat viel von Risen 2. Meines Erachtens nach, vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch, aber meines Erachtens nach hat es auch viel von Gothic, von Risen 2. Ich glaube, es basiert sogar auf der gleichen Engine, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich könnte mich auch täuschen, ich weiß es gerade nicht genau. Patty. Keine Ahnung, wo Patty ist. Auf jeden Fall sieht es echt schön aus. Also sieht nett aus. Es ist stimmig. Oh shit, Lux. Das war jetzt eigentlich nicht meine Absicht, aber. Hier soll jetzt auch.
Und der andere Lux bleibt einfach liegen. Jo, ja, ja. Was ist das denn für eine, ja. Dreh dich ruhig instant um und töte mich. Mach ruhig. Passt schon. Hier ist noch ein Lux. Und der hat dich, ja, der hat mich auch schon gehört. Vielleicht noch einer? Nein, heute aber nicht. Patty? Die müsste eigentlich bei irgendeinem Leuchtturm sein. Ich habe nur keine Ahnung, wo der ist. Ja, irgendeinem Leuchtturm müsste die sein. Psst! Teleporter? Ich suche ja doch vergebens nach so einem Ding. Oder? Moment mal, kam die Sonne nicht eben noch von da? Wie kann die denn jetzt... Okay, ich habe gerade das Gefühl, die Lichteffekte stimmen nicht ganz überein. Guckt euch das mal an. Oder bin ich... Hä? Oder bin ich jetzt doof? Kann doch sein, dass ich doof bin. Beides möglich. So, also ich sehe von hier oben keinen Teleporter. Die Ratten haben mich entdeckt. Ja, jetzt fege ich die dabei da wahrscheinlich auch runter, ne? Was haben wir denn da unten? Das interessiert mich. Aber auch erst nachher wahrscheinlich. Da müssen wir nachher so oder so noch hin. Obwohl, da können wir, gehen wir wahrscheinlich jetzt gleich noch hin, bevor wir da hochgehen. Wenn wir denn hier irgendwo einen Teleporter finden. Weil sonst müsste ich den ganzen Weg nämlich wieder doppelt gemoppelt laufen. Da habe ich ja richtig, richtig Bock drauf. Komm schon. Übrigens, nur noch mal um zu zeigen, wie die Blumenwiese so bei Sonnenschein ausschaut. Guckt euch das an. Da fliegen Pollen durch die Gegend. Jeder mit Heuschnupfen wird sich freuen. Netter Ausblick. Und ganz ohne Teleporter. Hi Winter. Warst du hier zufälligerweise? Ja, ich geb's auf. Es fühlt sich an wie der sterbende Sonnenuntergang vor der ewigen Nacht. Was ist los mit dir? Es ist nur... Ich habe sie alle sterben lassen. Alle meine Kameraden, meine Freunde. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich bin so ein Feigling. Jetzt beruhige dich erstmal. Es hat mich plötzlich gepackt. Und da bin ich abgehauen. Und dann habe ich gehört, wie sie schrien. Und ich bin ein schlechter Dämonenjäger. Meine ganze Familie hat versagt. Dich hätten sie auch erwischt, wenn du nicht gerannt wärst. Jetzt hast du die Chance, sie alle zu rächen. Du ahnst nicht, welche Schrecken in diesem Irrgarten lauern. Ich habe da so eine Ahnung. Was ist mit deiner Familie? Wir waren ein altes Dämonenjägergeschlecht auf Kalador. Aber wir waren eine Sippschaft voller Feiglinge. Immer wenn es brenzlig wurde, haben wir uns aus dem Staub gemacht. Und du wolltest nicht so werden? Natürlich nicht. Ich wollte schon ein mutiger, stolzer Krieger sein, seit ich ein Kind bin. Und jetzt schau dir an, wo ich gelandet bin. Ist ja eindeutig funktioniert. Ha, gemeinsam. Nein. Wie wär's, wenn wir gemeinsam da reingehen? Ich weiß nicht. Komm schon, du schaffst das. Was hast du denn der Höllenbrut entgegenzusetzen? Vertrau mir. Ich hatte schon einige Begegnungen mit den Schatten. Also gut. Dann sag, wann es losgeht. Ja, noch nicht. Ist hier vielleicht das, was ich mir erhoffe? Ein Geisterpilz. Ja, perfekt. Genau das, was ich mir erhofft habe. Ein Geisterpilz. Geile Scheiße. Also langsam
habe ich echt das Gefühl, aus Interessen halber, möchte ich gerne wissen. Wow, 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 wow. Interessen halber würde ich super gerne auf eine Karte gucken und wissen, ob ich wirklich doof bin oder ob es hier keine Transportsteine gibt. Oh Scheiß. Mittlerweile habe ich echt dieses Bedürfnis zu wissen, ob ich dumm bin oder nicht. Blind, dumm, dumm. Dummheit hat das gar nicht mal so viel zu tun. Ob ich blind bin oder nicht? Ich möchte das wissen. Habe ich nicht gerade ein Geräusch gehört? So, komm, hier ist ein Haus. Hier ist doch wohl auch irgendwo ein Teleportstein. Verarsch mich nicht. Kann nicht sein. Oh shit. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Altes Wissen erhalten? Nee. 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 Oh, guck mal. Hier war ein Teleportstein. Der nächste ist... hier. Wirklich? Geht doch. Man mag es kaum glauben, wir haben einen Teleportstein gefunden. Witzigerweise... befriedigt mich das noch nicht. Ich bin sogar tatsächlich sogar fast noch ein bisschen mehr angepisst. Was treibst du dich hier im Wald herum? Es ist ziemlich gefährlich hier. Am besten bleibst du auf den Wegen und gehst nicht weiter nach Norden. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Mach ich nicht. Du wirst schon wissen, was du tust. Ja, richtig, aber wie... hä? Das ist ja mal eine Überraschung. Ein Fremder hier in der Wildnis? Wie heißt du? Mein Name ist... Psst. Hast du das gehört? Da raschelt ja doch was. Hier muss man verdammt vorsichtig sein. Ja. Deine Hütte liegt ziemlich abgelegen. Ja, ist mir auch ganz recht. Die Menschen da draußen stehen ständig unter Stress. Aber hier im Einklang mit der Natur hat man seine Ruhe. Moment. War da nicht wieder ein Geräusch? Einklang. Genau. Mit einem gefährliche Gegend? Naja, hier in der Wildnis musst du aufpassen wie ein Luchs. Überall Viehzeug. Insofern ist ein Kerl wie du eine willkommene Abwechslung. Andererseits, wenn das Viehzeug nicht wäre, hätte ich auch kein Essen auf dem Teller. Nur die großen Exemplare gehen mir gegen den Strich. Jagen mir ständig die Beute ab. Was redest du denn? Silberzunge? Ich bin noch nicht gut genug. Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, warum auch? Du denkst wohl, die dicken Mauern der Zitadelle bieten mehr Schutz als mein Wald hier, richtig? Da täuschst du dich aber. Die Zitadelle ist nichts weiter als ein Käfig, erbaut aus kaltem Stein. Aber hier kenne ich jeden Pfad, jeden Strauch und jeden Ast. Und sollte es zum Kampf kommen, kann ich mich auf meine Jungs hier verlassen. Denen traue ich weit mehr zu als allen anderen. Deine Viecher lauern niemandem mehr auf. Eine bessere Nachricht gibt es. Ach, die Drachen! Die Viecher sind nicht zu unterschätzen. Die Snapper. Hoffen wir mal, dass das alle waren. Ich hasse die Biester. Das sind die. Hier, dein Anteil an die der Beute. Die Snapper. Bring mir etwas über die Jagd bei. Was genau willst du wissen? Fälle. Oh, Schatz, 2000 Gold. Du nimmst, nachdem du die Haut mit einem kräftigen Ruck von den Beinen getrennt hast, schneidest du den Bauch ein.
Von da an ist es einfach nachschneiden, wenn es hängt, und weiterziehen. Der Kopf kann ein bisschen kompliziert werden. Aber meistens erzielst du denselben Preis für das Fell, wenn der Kopf nicht dran ist. Bring mir bei, wie ich magische Tiertrophäen ziehen kann. Das ist etwas schwieriger. Schaue dir das Tier genau an und überlege dir, welches Teil von ihm eine Trophäe wert ist. Der Rest hängt davon ab, welches Teil du dir ausgesucht hast. Bei Trophäen musst du äußerst vorsichtig sein, damit du sie nicht beschädigst. Sie verlieren sehr schnell an Wert. Was wirst du als nächstes jagen? Das weiß nur der Wald. Man muss nur zuhören, was er einem flüstert. Wenn der Wind sanft durch die Baumkronen streicht, die Blätter zu Boden fallen. Gut, ich glaube, ich habe genug gehört. Pass auf dich auf und vergiss nicht, immer gegen den Wind jagen. Interessant. Was war das gerade? Hi. Habe ich gern gemacht. So. Ich soll nicht Richtung Norden gehen, okay. Auf geht's, Jungs. Hallo? Ich kann jetzt hier noch mehr abziehen. Ich frage mich nur, ob es das wirklich wert war. Da ist schon wieder so ein scheiß Schattenwächter. Luchsfell. Ich weiß nur nicht, wie ich diese magischen Dinger extrahiere. Wenn das überhaupt so einfach ist. Also diese Talismane da. Ob das nur bei speziellen Gegnern geht oder auch nur manchmal, wer weiß. Wer weiß das schon. Nicht runterfallen. Ein Golemherz. Grünes Herz. Die Dinger geben Sachen. Und ich hab das jetzt gelernt. Was ist das denn hier? Grünes Herz und Golemherz. Darf ich das mal eben sehen? Rotes Schwarz. Nein, das ist nicht das, was ich meine. Ich habe das erst jetzt gelernt, das ärgert mich ein klein wenig. Warum liegt hier so ein Scheiß rum? Oh, hätte ich den Typen gefunden, beziehungsweise genommen, bevor ich diese Weltumsegelung hier gemacht habe, das wäre so schön gewesen. Aber ja, man lernt nie aus, man weiß immer später alles besser, bla bla bla. Warum ich mich jetzt zurückporte? Weil ich es kann. Ja, aber ich kann. Genau. Im Endeffekt, weil ich mich jetzt auch endlich wieder da oben hin teleportieren kann. Nee. Nee. Ihr verdammten Wichser. Geht doch. Ihr verfluchten. Mir fallen keine Beleidigungen ein, die zu... Nein. Mir fallen gerade keine passenden Beleidigungen mehr ein. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's.
Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Ich muss schleichen, um mit der Mütter mitzuhalten. Pack den Zauberkram weg! Kluge Entscheidung! Hä? Wir sind nicht mal in einer Gruppe, oder was? Geile Scheiße. Okay. Das ist ja spannend. Hm, nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Leg mal einen Zahn zu. Alles klar. Eldrick war es, der die grünen Feuer entzündet hat. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Die Runenmagie. So ist es. Gut, auch hier alles in Ordnung. Warte. Was ist? Psst. Verdammtes Schattenbiest. Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Komm. Du hast dein Recht auf Leben verwirkt. Was macht der Tote? Lass uns weitergehen. Tote Scavenger da. Achtung! Treffe ich dich mit oder nicht? Aua. Dem Dämon hat es gezeigt. Anscheinend ist er doch bei mir im Team. Grünes Herz erhalten. Okay. Schattenviecher. Diese Biester tauchen immer wieder auf. Dann kriegen sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. Wohin willst du? Ich höre überall Schnarchen. Schön, das war's. Zurück zur Taverne. Okay. Machen wir auch noch mit. Der Weg ist jetzt nicht allzu weit zur Taverne. So, da wären wir. Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen. 100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Alles klar. Danke, dass du mich befreit hast. Ich stehe in deiner Schuld. Gern geschehen, Jill. Du kannst wieder ruhig schlafen. Die Sache mit dem Amulett ist erledigt. Sehr gut. Diese ganze Sache hat mich eh nur von meinem eigentlichen Auftrag abgehalten. Wird Zeit, wieder den Kampf mit den Biestern aufzunehmen. Ich werde zur Zitadelle zurückkehren und mich vorbereiten. Hier, deine Belohnung. Dankeschön. Gut, dann machen wir hier Garcias Schlüssel. Garcias Thronschlüssel? Wer ist Garcia? Bist du Garcia? Nee, das ist Yvette. Wer ist Garcia? Ah,
Was soll das? Entschuldigung. Warum schleichst du hier rum? War nur ein Versehen. Geh einfach schlafen. Lass her! Mach, dass du wegkommst! Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, anscheinend. Da war ja, was haben wir da gehört? Wow. Anscheinend war das nicht Gas hier. Jona. Travis. Ich habe keine Ahnung, wer Gas hier ist. Aber gut, wir machen hier einen kurzen Cut.